Was geht, liebe Mithumans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich würde behaupten, wir schließen an die in der letzten Episode am Ende ausgeführten Unternehmungen, die wir anpeilen, noch ein bisschen was an. Und zwar würde ich gerne noch auf Lorbards Hof vorbeigucken und auf Bangers Hof, ne? Einmal mal ein bisschen schauen. Vielleicht gucken wir sogar noch mal kurz beim Seekopf vorbei, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ja, wird eine wilde Sache, ne? Dann würde ich behaupten, bevor wir das tun, gehen wir noch einmal zurück nach Corinnes. Ja, genau, das wollte ich nicht machen. So. Und vielleicht gehe ich sogar noch schnell zu Xardas, einfach weil ich nur bei ihm gerade sicher bin, dass da eine Belia-Statue ist, ne? Ich wollte hier ja mit Abujin reden. Es gibt doch nur noch mehr. Ist gar keine Frage. Dann können wir bei Suris vorbeischauen und sagen, hey Freundchen, wie ist es? Hast du ein paar Spells, die, ne? Und Vatras dürfte jetzt ja auch wieder hier sein, oder? Das heißt, auch bei ihm könnten wir noch mal ein bisschen chillen. Oder wir gehen noch mal in die Add-on-Welt rein. Weil Vatras selbst bringt uns ja nichts bei, oder? Vatras, du bringst uns doch keine Spells bei, oder? Oder bringst du uns jetzt Spells bei? Kannst du mir... Nee, hier kann ich nur meine magische Kraft steigern, ne? Das ist natürlich nicht das, was ich gerade will. Aber ist okay. Ist okay. Ja... Also bis 120 Mana lernen wir mit 4 Lernpunkten, ab 120 mit 5. Ich weiß nicht, inwieweit 5 Lernpunkte pro 5 Mana noch so ultra lukrativ ist oder ob wir ab da sagen sollten, ey, na, haben wir wieder einen Honigtabak für dich. Ja, klar. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ey, kein Thema. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 500 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Haben wir gerade so viel? Safe, oder? Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Let's go. Bist du bereit? Immer. Der Ort des Wissens... Ein anderes Land, ein dunkler Ort weit entfernt. Mhm. Mutige Gefährten, du wirst eine Wahl treffen. Ein Tempel liegt dort einsam in Adanos Reich, verborgen im Nebel. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Verstehe. Okay, Hört ihr Bewohner von bin gespannt, wo wir unsere Wahl treffen. Vielleicht so Drachenjäger oder Paladine. Na, sowas könnte ich mir vorstellen, dass die sich doch noch irgendwie zerstreiten. Das kriegen die bestimmt hin, da bin ich guter Dinge. Zeig mir deine Ware. Naja, Zuris, zeig mir, was du hast. Na, der hat ja ganz schön viele Waffen. Wo mag er die nur herhaben? Der hat auch schon wieder ganz schön viele blaue Pots. Ist ja geil. So, der hätte na, einen kleinen Feuersturm, einen Feuerball... Aber, oh doch, der hat einen Blitzschlag. Ja, ja, Blitzschlag wäre halt schon, ne? 150 Damage. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Für 5 LP finde ich das, glaub ich, schon geil. Ja, da nehmen wir safe einen mit. Na, einen nehmen wir da mit. Ich glaube da nicht dran, er sollte lieber den Mund halten. Ja, ja. Er erzählt alles weiter. Das ist so die ewige Frage jetzt, ne? Machen wir so, machen wir ihn. Könnte man schon tun. Das ist ja schrecklich. Ja, 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 wir bleiben jetzt erstmal dabei. Ich glaube, ich gehe mit Blitzschlag. Und jetzt ist halt die Feuerballgeschichte die Frage. Sollen wir einen großen Feuerball mitnehmen? Oder, und da müssen wir jetzt gerade mal gucken, woher könnten wir denn noch ein Unwetter bekommen? Da müsste ich dann gerade mal schauen, ne? Weil Unwetter haben wir gerade nicht. Unwetter ist ja 250 Damage gewesen, oder? Wenn ich richtig bin. Und der wäre halt direkt AOE. Wären also nur 50 Damage weniger. Die aber halt bei einer hohen Mana-Resistenz, beziehungsweise Magieresistenz, hohen Magieresistenz durchaus einen Unterschied machen könnten. Aber naja. Na, ja. Da bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten. Unwetter wäre schon auch noch eine Idee. Das könnte man schon durchaus auch tun. Gar keine Frage. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt schnell zu Lorbards Hof. Wir reden da mit den Leuten. Ihr habt vollkommen recht, da habe ich echt gar nicht dran gedacht. Ne? Comments gelesen, die so in die Richtung leiten.
Da waren ja jeweils die Maidams, die es da gab, auch noch handelnd unterwegs. Dass die noch entsprechend so Minenanteile rumfahren haben könnten, das ist natürlich, nicht nur möglich, sondern sogar äußerst wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Add-on-Welt, oder? Vielleicht gehe ich noch schnell bei Belia vorbei. Muss jetzt mal gucken, wie das ist, zwecks, unserem Energiestehlen. Weil ich muss euch sagen, ich finde Energiestehlen eigentlich super sick. Energiestehlen ist ziemlich fett, wie ich finde. Das Ding ist nur... Ich bin mir da nie so sicher. Na, jetzt habe ich mein Skelett gelockt. Ja, genau. Eieiei, das kann was werden hier. Ich bin mir da nur nie so sicher, ne? Wird er dann besser, der Energiestehlen-Zauber? Weil der ist ja schon ziemlich broken. Oder kann ich mir einen neuen holen? Und wenn ja, ist der neue dann wirklich, weil ich weiß ja nicht, was die können. Das ist immer das ewige Ding. Tue ich mir dann damit einen Gefallen letzten Endes? Das ist immer die ewige Frage. Tut dieser P sich damit einen Gefallen oder nicht? Da ist er. Ja, da ist er, ne? Hier, guck mal, Freundchen. Kriegst auf den Deckel, als gäbe es keinen Morgen, ne? Mit dem wischen wir komplett den Boden. Schon allein deswegen lohnt sich's ja auch mal wieder hier vorbeizugehen, ne? Bisschen die Suchilis auseinandernehmen, noch ein paar EP mitnehmen. Ja, keine Frage, die werden hier so abgebaut. So, du kannst weg. Nicht, dass du hier auf dem Hof jemanden angreifst. Alles klar. Haben wir die mitgenommen, ne? Haben wir die mitgenommen. Tipptopp. Oh, ich lieb doch, wie viel es einfach noch zu tun gibt, theoretisch, ne? Wir können schon noch viele Dinge erledigen. Da sehe ich uns auch. So. Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen. Ja, 70 Suchilis da oben. Spannend. Wie würde ich die denn regeln? Zu dritt ist schon... It ain't super easy, ne? Hi, Hilda. Du liegst doch sonst nie im Bett, oder? Geht's dir nicht gut? Ja, ohne Witz. Geht's dir nicht gut? Die beeinflussen sie, oder? Ich hab schon wieder dieses schreckliche Fieber. Ja, safe wegen den Suchilis. Ich müsste eigentlich zum Stadtteiler gehen, aber ich bin zu schwach. Aha. Kann ich helfen? Es wäre großartig, wenn du zu Watras gehen könntest, um mir meine Medizin zu holen. Er weiß dann schon, was zu tun ist. Ich kann es nicht mehr. Okay. Vor allem mache ich mal die Suchilis da oben weg, ne? Die belästigen dich bestimmt in deinen Träumen. Das sehe ich doch direkt. Wir haben jetzt mehr Magieresistenz. Wir müssten aber eigentlich trotzdem alle drei Eis... Alter, habe ich gerade mein Mana leer gesaugt. Na, gar nicht drauf geachtet, aber hat ja gerade so gereicht. Ja, so sieht's aus. Dann wurde mir noch zugetragen, und das will ich jetzt gerade mal prüfen, auch einfach, weil wir das mal machen sollten, finde ich. Oder wir legen mal das Auge Enos an und chillen aber davor und gucken hier rein. Mhm. Und jetzt mal mit Auge Enos. Okay, das ist natürlich schon quite ein Effekt. Tatsache, ja. Also hat halt auch Schutz vor Waffen geschossen, Drachenfeuer und Magie-Def, ne? Und vor allem nicht mal zu knapp. Okay, well, das ist schon ziemlich bodenlos, ne? Also, da ist vielleicht tatsächlich unsere Priesterring-Ära vorbei. Weil diese Devs, die wir hier kriegen, die sind ja bodenlos. Also das ist ja komplett insane. Ja, und dann könnten wir wieder tatsächlich hier mit Ringen der Rattigkeit reingehen. Astrale Kraft. Und dann hatten wir doch noch den 30-10er. Genau so. Haben wir insgesamt ein bisschen weniger Mana, ne? Aber... Ja, ist jetzt echt die Frage. Sollen wir Mana weiter lernen oder sollen wir jetzt einfach anfangen, Mana zu boosten? Oh, ich bin da so zwiegespalten. Ich würde echt behaupten, unsere Lernpunkte werden ja nicht mehr krass viel mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt die Level-Ups brauchen schon immer relativ lang. Hier allein irgendwie 4k EP, ne? Also... Oh, und dann halt für 5 Punkte, 5 Lernpunkte. Das ist schon hart, ne? Brauchen wir das nicht lieber für noch ein paar mehr Spruchrollen? Denn Pots kaufen können wir ja schon immer. Und ich denke, wir müssen ja nur so weit kommen, dass wir uns, ich sag mal, jeden Zauber leisten können. Wenn wir jetzt nicht zwei Feuerregen casten können, sondern halt immer nur einen und dann erstmal wieder potten müssen, dann ist das in den meisten Fällen okay, denke ich mal. Ne? Also das dürfte kein riesiges Problem sein in dem Sinne. Hä? Ja.
Ja, komm, wir testen das jetzt mal. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt von denen zwei Eis blocke, während ich mit einem Skelett einen anderen verprügle, na, dann müsste ich eigentlich halt schon alle Eis blocken, gell? Weil das Skelett wird halt schon gut weggefetzt von denen. Wenn ich alle drei Eis block, habe ich aber nicht mehr viel Zeit für ein Skelett irgendwie. Ja, wir testen es jetzt mal. Wir haben jetzt ja auch viel mehr Resistance. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich glaube, arg viel Schaden machen die uns jetzt auch nicht mehr. Wir haben jetzt eine Barbar-Rüstung und ein Barbar-Amulett. Na, da könnte schon was abgehen, würde ich mal behaupten. Wer chillt denn da hinten? Junger Vater, pass mal auf, ne? Die Suchili ist da, würde ich mich aber mal ordentlich zurückhalten hier. So, dann orgeln wir uns einen rein. Schließen ins Inventar, wenn ich wieder darf, ne? Guck mal, ob wir den ersten kaputt geboxt kriegen. Auf welchen gehst du? Auf den, das ist doch klasse. Und wer kommt da jetzt? Oh nee, und du willst jetzt auf mein Skelett. Ich hasse doch mein Leben. Ah, da chillt nochmal ein Suchili. Und gegen die Suchilis wollt ihr aber nichts machen. Das ist euch egal. Der Hero eurer Stunde wird hier verprügelt. Ihr prügelt mein Backup tot. Okay, das ist ja eine dreiste Frechheit, was hier gespielt wird. Die schlagen meine Unterstützung zusammen, ne? Und helfen mir aber nicht gegen die Suchilis. Das ist ja ganz schön dreist, nenne ich das jetzt mal, ne? Da sind vier Stück. Ja, wir brauchen AOE. Aber wenn der Dude da hinten steht, ist das eigentlich trotzdem eher dumm, ne? Aber ja, wir brauchen AOE. Das heißt, wir müssten nochmal in die Add-on-Welt. Jetzt machen wir folgendes. Na, jetzt porten wir erstmal schnell zu Xardas und gucken uns noch diese Belia-Geschichte an. Wird in dem Sinne ein bisschen eine verwalterische Episode, habe ich das Gefühl, oder? Mal so ein paar Dinge angucken. Gucken, was jetzt der klügste Weg to go ist und so. Aber schaden wird das auf jeden Fall nicht. Na? So, guck mal. Noch mehr Energie stehlen. Krasser Energiestehlen. Wisst ihr, das Ding beim Energiestehlen ist halt bis jetzt, ich würde halt behaupten, immer wenn das geklappt hat, haben wir die komplett ausgelutscht. Also verbessern sehe ich da nicht wirklich. Dann vielleicht doch eher eine andere Rune rausholen, ne? Aber da weiß ich dann halt wiederum nicht, welche da geil ist. Weil man kriegt das ja nicht angezeigt. Okay. Klaue Belias verbessern. Lebensenergie minus 10. Okay, verstehe. Insektenschwarm. Ein Wächter erschaffen. Wurzelsche Belias Zorn. Klingt schon auch ultra irre, ne? Insektenschwarm, Leute. Das Ding ist, gell? Der könnte halt ultra scheiße sein. Aber dass das direkt mehrere sind, das stelle ich mir eigentlich ganz geil vor. Junge, ich nehme den Insektenschwarm mit. Judge me. Ich nehme den Insektenschwarm mit. Kann ich den jetzt noch pimpen? Wird er jetzt verbessert oder habe ich jetzt nur 10 Lebensenergie gewastet? Kann ich hier jetzt nochmal raus? Nee. Ja, dann hätte ich mir vorher angucken sollen. Goddammit. Ja, rein da. Elia schenkt dir einen anderen Zauber. Ja, okay. Well, dann habe ich 10 Leben. Ja, okay. Nee, Leute. Gibt Dinge im Leben, die sind einfach so dumm, dass das nicht mal auf meinem Kanal geduldet werden kann. So machen wir das nicht. So, guck mal. Eigentlich würde ich auch am liebsten die Sachen mal einfach anschauen, ne? Man hat halt einfach kein Glossar. Ich meine, Belias Zorn klingt für mich nach so einem brachialen One-Shotter, oder? Also, Junge, da wird richtig die Energie von Gegnern zunichte gemacht. Sowas um den Dreh. Ich glaube, ich erstelle jetzt einmal Belias Zorn und einmal den Insektenschwarm und guck mir beide an. Ich bin jetzt so frech. Weil das ist einfach so eine wichtige Entscheidung. Das ist doch einfach scheiße, wenn man das nicht weiß. Und wie gesagt, wenn ich dieses Handbuch hätte, dann wüsste ich das ja, oder? Da sind ja wahrscheinlich auch alle Zauber beschrieben. Gehe ich recht in der Name? Selbst wenn nicht, wird hier jetzt in dem Fall ein kleines bisschen mal ein bisschen Speicherstände abusen, ne? Wisst ihr Bescheid? Normalerweise nicht so mein Ding. Aber jetzt gucken wir doch einfach mal nach, oder?
So, was kann der Insektenschwarm? Der war die 7, ne? Ah, okay, klar. Weil das ja nicht substituiert wird. Hier, guck mal. Kreis 4, Mana kosten 20, Schaden 80. Ach so. Der beschwört keine Insekten, sondern das ist ein Damage-Zauber. Kann ich das hier schnell auf jemanden zaubern? Na, ich kann es jetzt hier nicht mal testen. Naja, also für 20 Mana 80 Schaden ist halt Hyper-Shit. Na, also das ist ja schon richtig scheiße. Aber Dauer 6 Sekunden. Wenn der dann noch Damage over Time macht und da gar nicht mal schlecht oder so. Kommt, wir gehen mal schnell runter zum Xardas und werfen das auf den. Da freut er sich bestimmt, oder? Da freut er sich bestimmt. So, danach will ich mir noch Belias Zorn angucken. So, Xardas, Freund Nase, du musst kurz mal herhalten. Wie läuft das? Scheiße, nichts wie weg. Ja, das nervt den mega, ne? Macht dem zwar Zero Damage. Was kannst du so? Der hat auch unendlich Mana, oder? Okay, ja, also das wäre ein Control-Zauber. Muss ich aber sagen, 6 Sekunden versus Eisblock. 1000 Sekunden. Schwierig einzuschätzen. Wie steht's um Belias Zorn? Na, wie ist es da? Ich würde behaupten, wisst ihr, Zombie oder Wächter erschaffen, da würde ich schon eher mal mit unseren Skeletten weitergehen, ne? Schenkt dir einen anderen Zauber. Ja, zeig mal her, Belia. Wie sieht's da aus mit einem anderen Zauber? Aha. Kreis 3. Für 100 Mana 200 Damage. Das ist schon viel Mana für 200 Damage, oder? Also... Wenn wir jetzt mal bedenken, dass unsere Eislanze für 20 Mana 100 Damage macht, also für 40 Mana 200 Schaden machen würde, dann ist 100 Mana für 200 Damage schon super ass, ne? Ist aber gestört viel wert. Das kommt ja nicht von ungefähr, oder? Und die wäre Kreis 3. Ja, ist das AOE? Da muss ich ehrlich sagen, na, also jetzt mal bei aller Liebe, da könnte Gothic, was die Infos betrifft für die Zauber, schon ein bisschen chilliger sein. Schreib doch einfach dazu, was da abgeht, Mann. So, Wirkungsradius, kostet euch doch nichts, das da dazu zu schreiben, oder? Hier, guck mal, ich habe Belias Zorn. Sieht auf jeden Fall ziemlich irre aus. Da könnte ich mir vorstellen, dass der ein bisschen AOE ist, oder? Ach Leute, ich bin hier doch so kernlost. Wie soll man das denn entscheiden? Ich entscheide da noch nichts. Energie stehlen it is. Ich habe nicht das Gefühl, dass einer von den Zaubern, die wir jetzt gerade gesehen haben, na, die Wächter oder Zombies könnte ganz cool sein, weil die wahrscheinlich nochmal andere Resistenzen haben als die Skelette. Vielleicht wären die Wächter hier und da geiler gegen... Ja, jetzt hier zum Beispiel unsere Suchilis oder so, weil die Magieresistenz haben, das kracht, ne? Aber selbst mit denen hätten wir jetzt keine Chance gegen die 4 Suchilis, die da bei Lorbards Hof rumstehen, weil die halt da dumm rumstehen, ne? Kommen halt dann irgendwelche Leute mit rein und die werden dann getötet, da haben wir auch keinen Bock drauf. Die 200 Damage, selbst wenn die minimalen AOE haben, wären die schlechter als das Unwetter, finde ich. Und zwar bei weitem. Für 100 Mana... weiß ich jetzt nicht, ob das sich gerade so für uns lohnt. Und Energiestehlen hat zumindest Sinn gemacht.
der Schaden stimmt ja auch so niemals. Na, also die Beschreibung ist ja auch vollkommen für den Arsch. Mana kosten 30, nehme ich dir ab, das stimmt, ne? Hier steht nichts von AOE, macht's aber offensichtlich, wenn du mehrere Leute auf einem Fleck hast, dann haben wir schon, ne, hier, ich erinnere an unseren Multikill. Und die haben alle mehr als 100 Leben, ne? Und wir saugen die komplett leer. Also ich würde eher behaupten, das macht Schaden pro Sekunde 100. Da würde ich mitgehen. Also 900 Schaden insgesamt, da würde ich mitgehen. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen doof beschrieben, wie ich finde. Also weiß ich ja nicht. Okay, dann gehen wir nochmal in die Hafenstadt, schauen bei Vatras vorbei, holen uns die Medizin. Na, gehen dann nochmal zur Hilda, sagen, ey, ich hoffe, jetzt läuft's besser. Gegen die Suchilis da oben, die ihre Träume heimsuchen, können wir wahrscheinlich echt jetzt gerade einfach nichts machen. Aber wer weiß, wenn wir uns jetzt ein Unwetter ranholen und dann mit dem da reingrinden, vielleicht schaffen wir es mit 2 oder 3 Unwettern, die wegzuknüppeln, ne? Und die könnten wir schnell genug casten, obwohl, war nicht Unwetter so unglaublich langsam? Also, dass das so super lange braucht, bis das rauskommt. Aber das, naja, wie dem auch sei, wir werden ja sehen. Ja, genau. So, guck mal. Lobards Frau Hilda ist krank. Was denn? Schon wieder? Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ja, das kann sein. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Aber weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du es ihr auch vorbeibringen. Ja, ich hatte auch mit nichts anderem gerechnet. Na? Ja. Was die Mana-Geschichte betrifft. So, chillt mal. Wir haben jetzt 40 Mana gerade on top. Na? 40 Mana haben wir gerade, weil wir equipped sind, wie wir equipped sind, oder? Wir haben 20 im Stab. Ja. Und wir haben jeweils 10 in den Ringen. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht. Ja, so haben wir halt gerade mal spärliche 111. Ah, ich habe aufs Falsche geguckt. So haben wir 111. Das heißt, wir könnten jetzt noch einmal für 5, für 4 lernen. Kommt, ganz ehrlich, ich pumpe das jetzt noch hoch. Das erleichtert mir auch die Entscheidung zwecks der Zauber. Den Blitzschlag brauchen wir erstmal nicht so dringend, ne? Und ich weiß noch, dass das Unwetter richtig cheap war. Weil bei den Wassermagiern irgendwie alles super billig ist. Ja, wenn wir jetzt 111 haben, ich will meine magischen Kräfte steigern. Dann müsste ich jetzt ja noch 9 Punkte für 4 regeln können. Genau. Achso, er ist in der 20 LP für 5. Also 5 LP für einen. 4 LP für einen. Das ist halt schon echt super viel, ne? 20 LP, Digga. Was ist denn los mit euch? Nee. Dann brauchen wir auf jeden Fall erst das Unwetter und buttern dann, was noch geht, ne? Aber nicht andersrum. Weil andersrum wäre, das macht keinen Sinn. Ich meine, wir brauchen ja jetzt eindeutig gerade einen Boost. Da sind wir, glaube ich, alle dabei, oder? Also zumindest, was unseren Zauberschaden betrifft, brauchen wir jetzt gerade dringend einen Boost. Brauchen mehr Damage. Ist ganz klar. Und am besten irgendwas AOE-iges, ne? Wäre auch fürs Minental super. Über 11.000 Orks auf einem Fleck chillen. Da wäre das schon nicht schlecht. Gerade auch die Suchilis da oben. Da brauchen wir einfach AOE. Da läuft sonst nichts. Das ist einfach so. Ha. Ich würde ja sagen, an und für sich bin ich kein Freund davon, wenn ich weiß, dass ich später einen fetteren AOE-Zauber bekomme, jetzt irgendwie einen schwächeren zu nehmen, den wir dann später wahrscheinlich nicht mehr sonderlich häufig nutzen werden, wenn wir den Feuerregen haben, ne? Zumal ich das Gefühl habe, dass der Feuerregen halt basically fast alles one-shottet, während das Unwetter das halt nicht mal im Ansatz packt. Aber hey, ist halt auch noch ein ganzes Stück dahin und wir kommen halt ansonsten auch nicht gut dadurch, ne? Ich habe deine Medizin. Mhm. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Ey, kein Thema. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. Safe. Sag mal, kannst du noch handeln hier? Oder hätte ich das einfach noch im letzten Chapter machen müssen und die Sache ist jetzt gefrühstückt? Wie geht's dir? Dank dir schon etwas besser. Stark. Okay. Ja. Ja, alles klar. Das mausert mich gerade alles so. Wie entscheiden wir? Ich glaube, jetzt entscheide ich mich erstmal.
von wo aus komme ich jetzt gerade am chilligsten? Könnten zur Taverne, dann über den Steinkreis dahin, über den Teleporterstein dahin. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, um schnell in die Addon-Welt zu kommen, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Die Liesel-Story will ich eigentlich auch noch beenden, ne? Liesel muss schon auch mal noch geregelt werden. Hä, da sind ja neue Suchilis erschienen. Das ist ja verrückt. Na, den nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar hier. Ja, guck mal, Freundchen. Das wird direkt neben dir gespawnt. Ja, kriegst du es hin? Stand ich dir im Weg? Easy. Das ist ja zum Glück überhaupt kein Problem mehr, ne? Und jetzt brauchen wir ein ähnliches Vorgehen, das ähnlich effektiv ist, gegen eine Unzahl von Orks. Das ist es, was wir gerade brauchen, ne? Ah, da kommt schon der Nächste. Ja, der haut jetzt mein Skelett in einem Zug weg. Und dann stehe ich dumm da, ne? Ja, kleinen Moment noch bitte. Machen wir sogar noch einen hier. Ja, komm mal runter, ne? Komm mal runter, Freundchen. Komm mal runter. So, wir locken den direkt, damit das jetzt gleich nicht scheiße wird. Dann Hero, hol so schnell, ja. Es geht deine Waffe raus und wir hauen von der Seite mit rein, ne? Alles klar, der wird hier abgebaut, wird der, ne? Da wollte ich gerade ein bisschen zu viel zwecks Geschwindigkeit. Oh, sorry, Skelett. Rastest du jetzt aus? Ja, gell. Ja, und das haut mich halt vor allem übel dumm. Obwohl, geht eigentlich mittlerweile, ne? Müsste ja aber auch bald kaputt gehen, oder nicht? Wir könnten schnell mit ein paar Eislanzen wegknallen. Kann ich's mit einem Skelett aufnehmen? Sieht nicht so aus, ne? Ja, das tötet mich voll. Aber ich krieg die EP für mich. Es wird wieder so eine Episode, Leute. Es wird wieder so eine Episode. Ich glaube, nach dem ersten Hit, das es von mir bekommen hat, ist es nicht mal aggro gegangen, ne? Ich hätte einfach aufhören sollen, dann wäre, glaube ich, alles gut gewesen. Aber hey, ne? Dinge passieren. Das haben wir alle noch nicht erlebt hier. Dann müssen wir die Medizin nochmal holen, nochmal schnell zu Hilda, dann zur Taverne, dann die Suchilis da wegknallen, dann von da aus über den Teleport-Shit hoch zur Pyramide, ab in die Addon-Welt und uns dann finally unser Unwetter holen. Wie kann man nur so unendlich ewig für so eine Kackscheiße brauchen, ne? Also das ist jetzt ja echt ein Witz hier. Oh Mann, ey. Und das alles nur, weil ich einfach unschlüssig sein Urgroßvater bin, ne? Wie soll man das aber auch einfach hier so gut entscheiden können, fundierte Entscheidungen treffen, wenn mir das Game nichts über die Zauber sagt? Gib doch mal ein bisschen mehr Info hier, ne? Lobards Frau Hilda ist krank. Ich will dieses Handbuch. Aber nicht als PDF, wo ich dann während der Episode quasi gar nichts machen kann, sondern ich hätte es lieber einfach auch so. Na, das wäre geil. Ich will das hier liegen haben. Das fände ich cool. Gibt's sowas für Gothic 3 auch? Weil ganz ehrlich, dann hole ich mir das, bevor ich mit dem Spiel anfange. Lies mich da rein und weiß dann einfach alles über das Game, na, was dir das Game halt nicht sagt. Weil das Game davon ausgeht, dass du dieses Buch hast. So, ne, und dann ist natürlich... sieht's natürlich schlecht aus ohne das Buch. Das ist ganz klar. Wir könnten auch eigentlich mal noch testen bei den Suchen. Oh Mann, ey, ich bin, na... Wisst ihr, würden wir die mit Blitzschlägen nackig machen? Sind das die 50 Damage mehr, die reichen würden, damit wir bei denen wieder so Schaden anrichten, dass es sich lohnt? Würden wir die dann solo da wegprügeln da oben, ne? Zum Beispiel, wenn wir die da einzeln rauslocken. Scheißen sich ja schon auch immer hart ein, also, ne? Sind jetzt, ich würde mal behaupten, NPC-wise nicht die gesündesten Charakter, ne? Also die... Ich hoffe, dass... Ihr wisst, was ich meine. Kriegen sich ja schon gerne mal nicht so gut ein. Stehen da irgendwie 5 Sekunden rum und machen gar nichts. Haben wir jetzt ja schon häufiger mitgekriegt bei denen. Also an und für sich habe ich nicht viel Respekt vor denen. Als inwiefern die gute Kämpfer sind. Aber die sind halt stark und haben viel Magie-Dev. Das ist auf jeden Fall Fakt, ne? Das haben die. Das bringen die mit. Das bringen die auf jeden Fall mit.
Wo dein Name? Darf ich dich nicht, oder? Die sind dumm. Auch dass der mich jetzt gerade noch nicht bemerkt. Freundchen, jetzt darf ich. Okay, schön, guck mal. Na, manchmal muss man auch einfach ein bisschen rumspeichern. Aus Gründen, die mir nicht immer ganz klar sind, so, aber wo ist jetzt der zweite? Der scheint auf seiner Route noch ziemlich weit weg zu sein, ne? Zumindest war der vorher sehr viel näher dran, als wir hier losgelegt haben. Der muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein, ne? Den können wir auch nochmal ein andermal wegklatschen. Das dürfte kein Problem sein. Obwohl jetzt gerade unser Skelett echt super... Degen der Banditen? Re-Rap, da lag gerade noch einer. Wenn der jetzt ultra weit weg ist... Ja, dann machen wir das lieber ein andermal. Wenn ich den jetzt noch nicht sehe, komm. Ach, der kommt von da? Okay, ja dann, Freundchen, das könnte... Na? Hätte ich noch Mana, hätte das gerade noch so reichen können hier. So, das Skelett haut er ja safe weg. Jetzt pass mal auf, wie ich den bezauber. Das muss ja ihn treffen, das kann mir niemand erzählen hier, ne? Wäre das jetzt auf unser... Ne? Dann wäre ich echt ausgerastet. So, ja, Mann, da hast du eindeutig wieder dein Skelett getroffen, ne? Wir haben es alle gesehen. Obwohl ich sagen muss, dass ich das zu... Gerade an wessen Hof war das nochmal? Oh, wie sich's umgedreht hat. So, den einen lasse ich dir durchgehen, ne? Den einen lässt mir durch... Noch einer? Nee, aber den einen, der war okay für unser Skelett. Das ist doch schön. Wäre das jetzt wieder ausgerastet, wäre direkt wieder Not am Mann gewesen hier. Ui, 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 ui. Die Skelette, ey. Gerne mal so den Last Hit von mir kassieren, ne? Und dann direkt die Lage komplett eskaliert. Naja. Ja, was wollte ich gerade davor sagen? Zwecks den Suchilis und dem Hof von irgendwem. Genau, ja. Wessen Hof war das nochmal? Das Seekop, oder? In der Nähe vom Großbauern Ona. Ja, genau, Seekops Hof. Da fand ich so unendlich witzig, als, ne, als wir da mit dem Eisblock unser eigenes Skelett getroffen haben. Einfach so, die wirklich auf einem Fleck standen und extra geguckt haben, ne, dass es erst den Suchenden trifft und unser Skelett dahinter ist und einfach trotzdem Skelett so, danke, Holmes. Das würde bestimmt auch im Handbuch stehen, ne? Denk nicht, dass du beim Zaubern was kannst. Stimmt nämlich nicht. So würde das da drin stehen. Genau so. Ne, Quatsch. Aber so ein Handbuch wäre schon gut. Wer bist du denn jetzt hier? Holmes? Was ist denn da jetzt los? Was ist denn hier jetzt schon wieder los, ne? Sag mal. Da gehe ich nochmal raus, pott mich voll und komm wieder rein, oder? Oder ich habe eine viel bessere Idee. Ich renne durch, port mich weg und komm dann einfach wieder zurück. Wenn ich ein bisschen mehr Mana habe und so. Easy, ne? So macht man das, glaube ich, im Pro-Game. Ja, aber cool, dann können wir uns da nochmal zurück durch. Ist ja cool, dass hey, da jetzt doch nochmal jemand dazu kam, ne? Hier, du warst die Irrlichtgeschichte, verstehe. Wer war denn das hier nochmal? Und wo seid ihr schon wieder alle? War das nicht Kronos hier? Das wärst du, oder? Warst du nicht der Magic Boy? Nefarius? Hey, nee. Du. Unterweise mich, ja geil. War doch richtig, ne? Der bringt mir den großen Feuerball für einen Zehner bei. Ja, das ist ja bodenlos, ne? War der sonst teurer? Blitzschlag für 5 ist halt schon auch einfach super geil, ne? Und war, wo ist Unwetter? Ist Unwetter 3. Kreis? Knallhart, Alter, knallhart. Ja, das wäre schon geil. Macht Unwetter denn wirklich 250 Flächenschaden oder war das weniger? Wer von euch handelt denn? Wir bräuchten halt auch noch den Spell, ne? Okay, bei dir geht so gar nichts mehr. Hat nicht Kronos eigentlich gehandelt? Ach, Mist. Mist.
Ich will doch nur neue Spells. Hey! Und möglichst eine einigermaßen kluge Wahl treffen. Ja, wie sieht's aus? Was werdet ihr nun tun? Das kennen wir schon, oder? Wir bleiben oder? Hier und verhelfen dem ja, als... Ja, da wissen wir Bescheid. Sag mal, wo ist denn... Dich auch, Saturas. Wo ist denn unser Kumpel hin? Wir pennen hier gerade mal eine Nacht. Oh, nee. Wisst ihr, scheitert doch jetzt nicht daran, dass wir keine Unwetter-Spruchrolle mehr am Start haben, na? Das kannst du mir doch jetzt hier nicht erzählen. Da, oh ja, da ist er, perfekt. Hä, wo war denn der gerade? Hey! Vielleicht hat er schon gepennt oder so? Lass uns handeln. Eben. Guck mal, du hast doch bestimmt ein Unwetter am Start, oder? Ja. 250 Damage, ja, das hatte ich schon richtig im Kopf. Das ist natürlich schon ziemlich crazy, ne? So, wir sind echt ziemlich pleite eigentlich, ne? Ja, sorry Leute, aber dann würde ich sagen, ist die Wahl einigermaßen klar, oder? Ja, Blitzschlag und Unwetter it is. Für jeweils 5, das ist halt schon super cheap dafür, wie brachial diese Zauber sind, ne? Also... Oh nee, wo ist jetzt Nefarius? Chillt er jetzt da hinten? Nee, oder? Der hatte doch auch Haare. Ja, doch, das ist ja hey, gut. Hey, du. Moin. Okay. Also, dann ab in den dritten Kreis. Ein Unwetter. Ja. Dann ab in den vierten Kreis. Und ein Blitzschlag. Ich hab's gemacht, Leute. Es ist geschehen. Nee, es ist jetzt einfach geschehen, was soll ich euch sagen? Manchmal geschehen hier Dinge, da weiß ich selbst noch nicht, ob ich die gut finde, ne, oder nicht. Aber wir werden ja sehen. Wir werden ja sehen, ob ich das cool finde jetzt. So, aber hyped bin ich auf jeden Fall, ne. Ich will jetzt schon sehen, was da so abgeht. Hier, guck mal, ein Unwetter, ja. Genau, rein da. Rune hergestellt. Hergestellt, du. Okay, dann brauchen wir noch einen Blitzschlag. Und dann bin ich so gespannt, wie wir die bezaubern werden, ne. Okay. Wie er da zurückwatschelt. Ach, Hero, wie kann man nur so süß sein auch, ne? Okay, so, jetzt guckt mal. Also, wir haben neue Runilis. Jetzt auch die Frage, wie ordnen wir die an? Skelett brauchen wir auf jeden Fall. Goblin-Skelett, finde ich, hat ausgedient, oder? Dann würde ich mir tatsächlich das alles mal nochmal neu anordnen. Da werde ich zwar erstmal maximal durcheinander kommen. Eisblock. Ne, wir machen jetzt Skelett auf die 4. Eisblock auf die 5, weil das sind beides so Control-y-Sachen, wisst ihr, wie ich meine? Dann machen wir auf die 6. Und da ist jetzt die Frage, sollen wir den Feuerball drin lassen? Naja, für 30 Mana 150 ist halt schon geil, ne? Und dann, ja. Wir nehmen jetzt mal den Blitzschlag. Na? Kommt die... Ja, nee, komm. Nehmen wir mal Feuerball und Blitzschlag. Dann haben wir was Lowes und was High-Damage-mäßiges. Na? Dann nehmen wir Energiestehlen auf die 8. Dann kommt Unwetter auf die 9, weil AOE und 10 bleibt offen für Teleports und so. Okay, alles klar. Ja, jetzt bin ich gespannt. Getestet wird das wohl bei diesen Skeletten jetzt hier, ne? Wir könnten zwar hier gerade noch Dinge regeln, aber A, nicht sonderlich viel, B, rennt das, glaube ich, nicht weg mit der geistigen Verwirrung oder geistige Irrwege und C, haben wir für geistige Irrwege noch nicht das erledigt bzw. rangeholt, was wir dafür machen müssen. Wir brauchen irgendwie noch diesen Blutfliegenstachel und irgendwas anderes. Ich glaube, in irgendwelchen Comments hieß es mal, dass man das wo kaufen kann. Könnte man dann ja auch machen, wäre ja kein Thema. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie unsere neuen Zauber performen. Damit wir noch irgendwas geschafft haben, diese Episode, ne? So, dann hatte ich das auf der 6, oder? Ne, auf der 7 war der Blitzschlag. Und auf der 9 das Unwetter. Ich würde gerne erstmal das Skelett, obwohl den Skelettmagier rausnehmen, vielleicht gar nicht dumm, aber die Skelette im Nahkampf nerven halt auch, ne? Ja, kommt, wir testen das jetzt mal. Hier kriegst du einen kleinen Blitzschlag in den Nacken.
Okay, das ist schon ziemlich geil, ne? Also, ja, weiß ich ja nicht, aber das holt mich jetzt gerade schon gut ab. Wie sieht's beim Skelettmagier aus, ne? Ja, da Marsch, würde ich sagen, ne? Vor allem, der hat bestimmt ganz gute Magieresistenz. Jetzt war doch aber vorher noch ein drittes Skelett hier. Habe ich das irgendwo da hinten jetzt verloren? Ist das mit zurückgeportet? Stellt's euch vor, ich würde schon ein bisschen feiern, wenn es jetzt auch so da am Start wäre. Okay, so. Alles klar. Ja. Und jetzt müssen wir uns noch das Unwetter angucken und schauen, wie es performt, ne? Beziehungsweise ich würde mir natürlich auch noch den Blitzschlag angucken, wie er gegen Suchilis performt. Und das machen wir jetzt natürlich auch noch. Gar keine Frage. Kann jetzt ja nicht sein, dass wir hier, ne? Wisst ihr, wie ich meine. Das geht natürlich nicht. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo macht jetzt am meisten Sinn? Wenn wir hier zurückporten, kommen wir bei der Taverne raus. Von der Taverne zu dem Hof zu latschen, ist schon ein kleines Stück. Aber wir könnten uns von da aus... Da ist jetzt die Frage, welcher Port macht mehr Sinn? Nee, da kommen wir nicht sonderlich geil hin, ne? Ich glaube, wir müssen fast von der Taverne aus schnell laufen. Jetzt sind wir eh... Oh ja, das ist eigentlich gar nicht so kacke, hier rauszukommen, ne? Jetzt könnten wir hier außen an Corinnes vorbei. Weiß gar nicht, ist das schneller, als durch die Stadt durchzugehen? Wir gucken jetzt mal. Vielleicht sind da ja auch neue Sachen gespawnt. So, hier. Na, da gehen wir jetzt lang. Jetzt will ich ein paar Suchilis sehen. Jetzt will ich sehen, was die noch gegen uns machen. Also stand jetzt bestimmt gerade super viel, weil wir kein Mana haben. Aber ansonsten will ich sehen, was die jetzt bitte, ne, noch großartig vom Zaun brechen gegen uns. Ein Unwetter, das werde ich da so reincasten. Dann ist halt die epische Frage und die ewige Frage, ob wir damit den einen Dude, der hinten am Steinkreis steht, auch treffen oder nicht. Weil dem sind die Suchilis ja offensichtlich egal. Ich glaube, durch Corinnes wäre schneller gewesen. Oder? Ja doch, ich glaube schon. Ah, ist ein bisschen schwer zu sagen. Na, hier hat man weniger Ecken, um die man rumgehen muss, mehr Rundungen. Kann ein bisschen direkter gehen quasi. Vielleicht wenn ich jetzt direkt hier hoch wäre, dann wäre es tatsächlich schneller gewesen, glaube ich. So hat sich jetzt wahrscheinlich einfach nicht sonderlich viel geschenkt. Hä? Leute? Sag mal, seit wann ist es denen denn so egal, dass ich existiere? Ich dachte, die haben übel Bock auf, da ist der und so und na, dann geht immer die Post ab. Und jetzt chillen die hier, als wären wir gute Kumpels und machen gar nichts. Da hinten ist der jetzt, okay. Naja, dann wird der unser Versuchsbunny, ne? Freundchen, jetzt pass mal auf, du kriegst einen ordentlichen Blitzschlag in den Nacken gedrückt, würde ich behaupten. Oder? So, was kann der gegen dich? Weiß ich ja nicht. Und wie sieht's mit einem Unwetter aus? Ich komm so nah an dich ran. Ja, ja. Also, damit kann man arbeiten. Jetzt müsste ich noch geschwind testen, ob zwei Unwetter ausreichen, um den umzubringen. Denn wenn ja, dann ist das geil. Wenn nein, dann ist ein bisschen doof, ne? Wenn ja, kommen wir gegen die Jungs da oben tipptopp klar. Hier, Suchili. Ja, na, super krass. Wissen wir alle Bescheid. Genau. Ja, ja. Ihr weiß Bescheid. Hier, guck mal. Kriegst du ein Unwetter? Schon eine lange Zeit, ne, dass das gecastet wird. Ja, es reicht genau nicht, oder? Wie viel kostet denn das Unwetter? Und es ist halt super teuer. Aber würde ein zweites reichen? Ich würde sagen, es reicht genau nicht. Ja. Das ist räudig. Na, das ist ein bisschen räudig. Da kann man leider gar nichts sagen. Das ist problematisch. Da werden wir gucken müssen. Wie regel ich das denn dann?
werde jetzt mal ehrlich, ne? Also, gegen die Orks müssen wir noch schauen. Der Damage ist solide, gar keine Frage, ne? Die Tatsache, dass wir damit mehrere treffen, ist auch super geil, keine Frage. Aber die wiederum Tatsache, dass wir damit nicht two-hitten und das wirklich knapp ist, das ist ein bisschen ass. Also, jetzt gerade gegen die Suchenden ist das jetzt ein bisschen doof, finde ich, ne? Weil dreimal casten kriege ich nicht hin, bevor die mich da oben getötet haben. Auf gar keinen Fall. Wie viel kostet das denn? Das ist schon super teuer, ne? Auch 100 Mana. Aber wisst ihr, Kreis 3, 100 Mana macht 250 Schaden in einem großen Raum. Was ist dann bitte mit Belias Zorn schief? Für 100 Mana 200, also weniger Schaden und ist entweder Single Target oder hat zumindest nicht viel Wirkbereich. Also safe nicht so viel wie unser Unwetter hier jetzt gerade, ne? Ist schwierig. Hilda, ich leih mir mal das Bett neben dir geschwind. So. Jetzt will ich das da oben noch testen. Na, wird eine Testy-Episode, aber muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Das heißt, wir bräuchten 200 Mana. Das wäre super wichtig. Wisst ihr, Problem ist jetzt halt gerade, ich cast ein Unwetter, dann hacken die alle auf mich ein. Dann trinke ich einen Pott, dann caste ich ein zweites, während die weiter alle auf mich einprügeln, wie wild geworden. Dann muss ich zwei Pots trinken, um nochmal ein drittes zu casten. Oder wir hauen die dann vielleicht irgendwie mit Feuerbällen weg, aber selbst dafür müsste ich halt nochmal Pots trinken. Das ist gerade alles ein bisschen problematisch, wie ich finde. Ja, wir brauchen mehr Mana. 100 pro. Wir brauchen Minimum 200 Mana, damit ich zwei Unwetter direkt casten kann und dann noch mit Pots vielleicht ein drittes hinterher schicken könnte. Dann würden wir zumindest gegen die Suchenden ideal klarkommen. So, ganz ehrlich, müssen wir das jetzt gerade gar nicht testen. Das wird nicht klappen. Wir könnten natürlich mit hier was reingehen, ne? Weil wir haben ja noch stellenweise Sachen irgendwie 2, 3, 4 Mal oder so. Ein großer Feuersturm. Sowas in der Art, ne? Kreaturen rufen ist da halt immer ein bisschen blöd. Das ist so ein kleiner Blitzigwetter, kommt nicht mal Schaden durch. Da kommt vermutlich nicht mal Schaden durch. Wir könnten auch ein paar verängstigen, aber dann treffe ich wiederum nicht gut mit meinen Geschichten, ne? Ist dann ja auch blöd. Ja, der Eispfeil wird wahrscheinlich auch nicht reichen, ne? Macht zu wenig Schaden. Zwei Feuerbälle für 5 hinterher schicken. Wie viel Mana haben wir gerade? 101? Nee, mir fällt kein Szenario ein, mit dem wir mit dem Mana-Pool da oben eine coole Erfahrung hätten. Das wird nicht klappen. Dann ist jetzt die Frage, erstmal wieder Minental oder noch die beiden Höfe abklappern. Ich würde eigentlich schon noch gerne die beiden anderen Höfe abklappern. Also Sekob können wir nochmal ganz kurz vorbeigucken. Ich glaube, seine Frau hat auch gehandelt, oder? Und bei Banger wohnen ja nur Dudes, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die haben das einzige Doppelbett im Spiel. Solche Sachen. Moin. Ja, lass das so machen. Das heißt, jetzt wäre beste Idee erstmal zum Großbauern, oder? Ja. Oh Mann, das wurmt mich gerade richtig, dass ich gegen die Jungs da oben nicht wirklich was tun kann. Also versteht mich nicht falsch, mit einem Feuerregen wären die ja alle weg, oder? Wie viel Mana Resistance haben die denn dann, die Suchenden? Wahrscheinlich so 80, oder? 75, 80, sowas. Es war doch seine Entscheidung. Ich weiß langsam nicht. Naja, doch, ich glaube, sowas um den Dreh könnte gut sein, oder? Oh, das ist immer super schwierig einzuschätzen. Ich wünschte, man hätte so ein Bestiarium oder so, wo man so ein bisschen den ihre Werte einsehen kann. Dann könnte man meiner Meinung nach viel akkurater auswählen, welche Zauber entsprechend Sinn machen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht muss ich mir solche Sachen... Ja, vielleicht brauche ich einfach so ein Buch. Ich brauche so ein Buch. Ich muss auch sagen, ich hätte auch gern so ein Buch. Einfach A, um Piranha Bytes, wenn man das so shoppt, nochmal zu unterstützen. Und B, weil ich halt, ja, gerne Dinge sammel, so. I guess we only human, ne? Bisschen sammeln, schon immer eine coole Sache eigentlich. So, wie war das denn bei dem? Hatte der überhaupt? Doch, da war schon auch eine Frau unterwegs, ne? Ja.
Sag mal her, ich war, wie gesagt, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob dieser Zug nicht gewissermaßen schon abgefahren ist. Weil das mit den Minenanteilen ist ja eigentlich durch. Hey. Hey. Ja. Schämst du dich nicht, illegale Minenanteile zu verkaufen? Was kannst du mir anbieten? Wir wissen das doch noch gar nicht, dachte ich, ne? So, guck mal. Dann nehmen wir die mit. So. Ja, nee, die Arme, oder? Die weiß doch wahrscheinlich gar nicht, dass das illegal ist und so. Okay, alles klar. Und dann müssen wir zum Bangerhof. Das ist ja Logo. Steht da eigentlich noch irgendwas? Also ich muss euch sagen, Blitzschlag, der bockt mich ordentlich. Ich mag auch, wie der fliegt. Na, dass der so erstmal in der Horizontalen wandert und auf einmal zuckt so ein vertikaler Blitz mitten auf dein Skalp nieder. Doch, doch, das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich fett. Bin ich ehrlich mit euch. So, jetzt müssen wir da hoch wieder, ne? Ja, easy. Dann könnten wir von hier theoretisch eigentlich schnell zur Taverne porten. Meinst du, mir geht es besser? Ist jetzt nicht super weit, aber ne, spart uns immerhin so ein bisschen was. Wann muss das hier so kommen? Alles klar, und dann hier rüber. So, dann gucken wir mal, ob da nochmal was unterwegs ist, ne? Ich weiß, wir überziehen. Egal. Na, will noch ein bisschen was geleistet haben, diese Episode. Es fühlt sich bis jetzt noch nicht so wirklich danach an, wisst ihr, wie ich meine? Gefühlt eine halbe Stunde wie ein Depp von A nach B gelatscht, um, ich sag mal, Klarheit darüber zu gewinnen, wie ich jetzt mit meinen Lernpunkten umgehe. Wir könnten überlegen, ob wir jetzt unsere verbleibenden Lernpunkte auch nochmal in Mana stecken. Das Ding ist halt, 20 LP nochmal für 5 Punkte. Dann würde ich gerne nochmal 3 einzelne Punkte holen. Schon allein dafür bräuchten wir also 32 LP. Und dann könnten wir noch ein letztes Mal für 20 LP 5 Punkte holen. Das heißt, wir bräuchten gerade einfach 52 LP. Ja, um nochmal 13 Punkte zu holen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist das nicht eine beschissene Arschidee eigentlich? Bin gerade echt im Zwiespalt, ob ich nicht einfach jetzt langsam mal für Dingens gehen sollte, ne? Einfach mal ein bisschen reinbuttern. Unsere ganzen Sachen lesen und so. Na, die Steintafeln reinorgeln. Die Pilze snacken. Wieder an Innos Schreinen beten. Die Steintafeln abgeben. Na, also ist ja, da ist ja schon noch einiges dabei, was wir machen können. Also so ist es ja nicht. Ist Paros wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Nice. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Das ist voll okay, Holmes. Alles gut. Wie ist die Lage? Schwere Zeiten sind das. Ich weiß nicht, ob ich noch länger durchhalte. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Spannend. Vielleicht wird er uns eine Rüstung craften. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Ja, das wäre natürlich doof gewesen, ne? Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Und das wäre natürlich schlecht, ne? Das ist schon klar. So, Holmes, du bist hier drin. Hast du was zu erzählen? Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar, ich zieh da mal weiter. Ja, dann. Weiß nicht, ob wir das gleich noch mit Malak machen könnten. Wahrscheinlich sagt er dann auch nicht sonderlich viel mehr als das, was Padros uns jetzt gesagt hat. Wo ist denn Malak? Malak? Glaubst du wirklich? Na, die unterhalten sich hier auf die Tour. Warst du das? Ja, Freundchen, na, wie geht's dir? Du brauchst Hilfe. Lass mich in Ruhe, Magier, ich komm schon klar. Ah, stimmt, er steht ja auch auf der Liste. Glaubst du wirklich? Er ist ja bezaubert, nicht wahr? Da habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. Die Geschichte geht ja auch noch. Wo ist unser Brief von, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja. Alter, da kam ja noch mehr dazu, oder?
Fernando wissen wir Bescheid. Vino, Malak, okay. Was machen wir mit denen? Was könnten wir mit denen machen? Die Suchenden. Ist das da mit dabei? Allein und schutzlos. Oh nein, verschwunden in der Dunkelheit. Oder der Wachposten. Nee, genau, der ist da rausgerannt. Da wissen wir Bescheid. Hosh Park, den, krassen Schamanen töten. Auch noch eine wichtige Sache. Angars Amulett, klar. Feros Schwert, Logo, die Drachenjäger, Drachenjagd. Das ist alles, ne, nicht hier. Dann müsste das ja hier mit dabei sein, oder? Pyrokabel, die Almanachs der Besessenen unschädlich machen. Dazu gab er mir eine Liste derer, die die Suchenden zu übernehmen planen. Auf Pyrokars Liste sollten später vielleicht noch mehr Namen zu lesen sein, genau. Die mir helfen, einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden zu finden. Müssen wir quasi noch warten, bis Karas das geregelt hat, damit ich was Spezielles auf die zaubern kann? Oder muss ich die jetzt einfach verprügeln und denen diesen Almanach wegnehmen? Ich kann doch jetzt hier nicht einfach auf einen Malak einschlagen, oder? Der arme Junge. Vielleicht reicht's ja, wenn ich hier den Suchili in der Nähe wegmache. Ah, ja, stimmt. Eisblock ist jetzt ja 3. Ah, auf die 3 darf ich mir ja nichts legen. Nicht wahr? War das nicht so? Die 3 ist unbelegt. In dem Fall ist mein Eisblock gerade nirgends. Er müsste ja auf die 5 in dem Fall. Die 5 fehlt jetzt nämlich, oder? 4, ja, dann kommt Eisblock auf die 5. Wo ist denn jetzt mein... Ah, Eisblock ist auf der 5. Ich meine natürlich, ja, alles im Griff. So, Freundchen. Guck mal hier, ne? Kriegst ein Skelett in den Nacken. Jetzt will ich da noch die ganze Zeit die 3 drücken. Ach, Hero, hol doch bitte deine Waffe raus. Warum dauert das manchmal so lang? Na, ich glaube, ich drücke da ein bisschen zu früh oder so. Irgendwas wird sein. Aber ich kann es euch nicht immer genau adressieren, woran es liegt. Ich glaube, ich drücke zu früh. Das wird schon sein. Ah, jetzt kommt er nicht klar, weil er nicht weiß, in welche Richtung er drehen soll, weil bei jedem zweiten Hit getargetshiftet wird. Verstehe. Verstehe. Das heißt, wenn man so von vorne und hinten prügelt, kann man auch, ne? Uns fehlt da der entsprechende Gegenstand. Ist das so? Keine Spitzhacke dabei. Ja, Leute, dann bin ich echt am Überlegen. Wir könnten nächste Episode mal versuchen, bei Malak irgendwas auszurichten, ne? Indem wir den vielleicht mal verhauen und ihm irgendwas abnehmen. Und dann mal gucken, ob wir danach ein klärendes Gespräch führen können. Vielleicht mit Vergessenszauber oder so arbeiten, ne? Mal schauen. Meinst du, mir geht es besser? Oder wir müssen halt echt noch diese anhaftende, geisterhafte Substanz klar machen, Karas bringen, und der gibt uns dann einen Zauber, mit dem wir die Leute, die verzaubert sind, entzaubern können. Genau das habe ich auch. Und dann will ich eigentlich auch wieder ins Minental und da Rambazamba machen. Sag mir nicht, du hast das nicht. Alter, haben wir viel geilen Scheiß zu tun. Ich freue mich drauf, ne? Und dann möchte ich mich noch dran erinnern, aus dem Intro, in dem es ja hieß, oh yo, oder nee, hat das Xardas gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Kam das direkt im Intro von Gothic 2 oder war das Xardas, der das gesagt hat? Ist nicht zum Auge Innos das Gegenstück noch so ein Artefakt Belias? Weil dann kommt das ja bestimmt auch noch irgendwann und da habe ich auch schon so Bock drauf, Mann. Okay, geile Sache. Ja, bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P in einer chaotischen Episode. Ade. Hört, hört. Dies ist die Geschichte von diesem P. Er spielt Kenshi den ganzen Tag und fragt sich selbst, wie er nun verbleiben mag. Nicht Tobi, nicht Magda, nicht Linda, nicht mein Nachbar, nicht ersetzbar, nicht vertretbar, nicht vergleichbar, unantastbar. Dieser P ist immer für mich da. Und wenn ich mal was brauch, dann ist er sicher und dann klar. Immer stolz am Start, immer voller Fahrt. Ziemlich cooler Typ, sag immer guten Tag. So viele Talente, das kann ich gar nicht glauben. Meine Freunde sagten mir, diesen P zu schauen. Dieser P und nackte Frauen voll auf die Kacke hauen und das Wort von uns zu bauen. Immer wieder dieser Traum. Yeah. Dieser P. Bill Beckerman Feature.